Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eine kostenlose .tk-Domain bekommen könnt. Dazu müsst ihr auf diese Seite hier gehen. Die habe ich euch natürlich unten auch verlinkt. Wir müssen hier den Domainnamen eingeben. Ich nehme jetzt mal in meinem Fall hier Tutorialwork. Ist mir sogar hier schon vorgeschlagen. Und dann können wir hier auf Verfügbarkeit prüfen drücken. Und jetzt können wir uns hier entscheiden: Tutorialwork.tk, .ml, .ga, .cf und .gq. Wir können hier irgendeine nehmen, ist eigentlich total egal, die sind alle kostenlos. Ich würde sagen, ich nehme mal die .tk und dann gehen wir auf jetzt holen, dann auf zur Kasse. Und jetzt werden wir zu unserem Warenkorb weitergeleitet. Hier können wir einstellen, was mit der Domain passieren soll, aber das machen wir gleich. Hier können wir dann einstellen, wie lange wir sie haben wollen. Bis 12 Monate ist gratis und ein Jahr ist dann wieder Kostenpflicht. Ich weiß natürlich, naja. So viel Sinn ergibt es nicht, aber auf jeden Fall, ihr könnt halt ein Jahr gratis bekommen. Und dann müsst ihr auf Weiter klicken. Und dann sehen wir halt den Endbetrag. Das sind in dem Fall 0 Euro und unsere Domain. Jetzt können wir uns entweder hier einloggen oder halt, wenn wir keinen Account haben, und hier unsere E-Mail eingeben. In meinem Fall gebe ich jetzt mal hier meine E-Mail ein: tutorialworktv@gmail.com. So, ich habe die jetzt mal bestätigt. Wenn wir auf diesen Link klicken, der dann in dieser E-Mail steht, dann ist die bestätigt und dann kommen wir auf diese Seite hier. Wir müssen hier unsere Daten eingeben. Ob wir die echten eingeben oder nicht, ist eure Sache. Müsst ihr entscheiden. So, und dann müssen wir hier unten noch unser Passwort eingeben und das nochmal bestätigen. Und dann natürlich hier unten noch den Haken hier reinsetzen und dann auf Weiterklicken oder beziehungsweise wir tun die Bestellung dann vollenden. So, und jetzt hat das alles funktioniert. Wir haben unsere Domain. Jetzt können wir hier zur Member Area gehen, also zu unserem Dashboard quasi. Ja, und dann können wir hier bei My Domains sehen wir unsere ganzen Domains. Meine geht jetzt vom 4.11. bis zum 4.11.2018. Jetzt gehen wir hier auf Manage Domain. Und so, und jetzt sind wir hier in der Domain drin. Jetzt gehen wir hier bei Manage Tools auf Name Servers. So, jetzt bleiben wir erstmal hier. Da müssen wir jetzt was anderes eintragen. Wir gehen jetzt nämlich hier auf diese Cloudflare-Webseite. Dann melden wir uns hier an. Wenn nicht, dann registrieren wir uns hier. So, dann gebe ich da jetzt meine E-Mail-Adresse mal ein und mein Passwort. Und dann gehe ich auf Login. Und dann, wenn ich mich eingeloggt habe, gebe ich hier meine dann gebe ich hier meine Domain ein: tutorialwork.tk. Und dann scannen. The Cloudflare system is scanning your setup. This will take about. Und dann wird das Ganze gescannt. Das geht eine Zeit, da könnten wir uns eigentlich das Tutorial angucken. Ja, ich würde sagen, ich überspringe das Ganze hier. So, jetzt können wir auf Continue drücken. Jetzt sehen wir hier die DNS-Einträge. Wir können hier einmal den Namen eingeben. Also, wenn wir hier zum Beispiel Hallo eingeben, dann würde hallo.tutorialwork.tk jetzt auf das hier leiten, also auf diese IP-Adresse, die wir hier eingeben. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein CNAME draus machen, dann würde hallo.tutorialwork.tk auf google.de leiten. Das mache ich jetzt mal so. Dann wird das dahin leiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel das für unsere Minecraft-Server nutzen wollen oder für einen Teamspeak-Server, dann machen wir es einfach so. Wir löschen das jetzt hier so. Und dann geben wir hier ein Add ein. Also das heißt halt einfach, dass es direkt drauf geleitet wird. Also nicht in das Subdomain noch, sondern einfach noch tutorialwork.tk. Und das können wir, da können wir dann zum Beispiel bei A eine IP-Adresse eingeben von unserem Server oder bei CNAME halt einfach irgendeine Domain. Und wenn wir da halt kein Add eingeben und irgendwas anderes, dann, wie gesagt, der leitet halt zum Beispiel Play darauf. Also play.tutorialwork.tk. Ich mache da jetzt mal Add raus und dann gebe ich da jetzt mal bei A eine Localhost-IP ein. Das macht nicht wirklich viel Sinn. So. Aber nehmen wir jetzt mal ein, das wäre eine IP von eurem Server. So. Dann klicken wir auf Add. Wir müssen hier natürlich die Wolke ausmachen. So. Jetzt haben wir es hier hinzugefügt. Und dann wäre jetzt ganz erledigt, dann würde das halt schon auf den Server leiten. Außer natürlich, ihr habt einen anderen Port als zum Beispiel bei Minecraft 2.5.6.5. Dann müssen wir hier noch
ein SRV machen, ein SRV-Eintrag, und dann unterstrich Minecraft, Minecraft, und dann Save, und dann hier den Port. Ich gebe da jetzt mal 25566 ein zum Beispiel, und dann hier auf Add Record, so, und dann würde halt, wie gesagt, wenn man tutorialwork.tk eingibt, würde man auf 127.0.0.1, also localhost, Doppelpunkt 25566 weitergeleitet werden. Das Ganze könnten wir auch machen, wenn wir da irgendein Subdomain eingeben. Habe ich auch, glaube ich, schon gesagt. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal mit Teamspeak. Dazu lösche ich den Eintrag nochmal. So, und dann gehen wir hier wieder auf SRV. Und dann klicken wir da rein. In dieses Feld habe ich reingeklickt. Und dann bei Service Name ist es diesmal unterstrich TS3. Und dann auf Save. Und dann geben wir hier einfach den Port ein. Ich weiß gar nicht, was bei TS der Standardport ist. Auf jeden Fall geben wir dann hier den Port ein, den unser Ding hat, unser TS. Und dann auf Save. Und dann auf Add. Und jetzt würde halt 127.0.0.1 Doppelpunkt 4789 auf unseren TS leiten. Wenn ihr eine Website habt, dann macht ihr so, wie ich es zu Anfang erklärt habe. Einfach mit ja, Subdomain oder halt ohne, mit einer IP oder halt einfach nur eine Weiterleitung. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt. Ja, und dann gehen wir hier auf Continue und dann auf Free, Continue. Jetzt müssen wir natürlich noch die Name-Server changen, weil sonst funktioniert das Ganze gar nicht, was wir hier machen. Einfach kopieren und dann hier reinkopieren. Wir müssen natürlich hier das zweite ankreuzen. So. Und dann das hier noch. Und dann müssen wir das hier wegmachen. Update. Und dann ist es halt geupdatet. So. Und dann auf Continue. Und dann müssen wir die Names auch rechecken. Wir sehen, das war erfolgreich. Ja, und das war es eigentlich auch schon von dem Video. Ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen geklärt, also ich hoffe es zumindest. Wenn ihr noch irgendwelche Probleme habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche euch dann zu helfen. Und ja, würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.